Führende Politiker aus Deutschland und Europa haben am Samstag des Falls der Berliner Mauer vor 30 Jahren gedacht. An der Gedenkstätte Bernauer Straße steckten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten der vier Visegrad-Staaten Rosen an die Mauer. In der nahegelegenen Kapelle der Versöhnung erinnerte Merkel daran, dass der 9. November als Schicksalstag eine Mahnung an die Deutschen sein muss. Der 9. November, in dem sich in besonderer Weise sowohl die fürchterlichen als auch die glücklichen Momente unserer Geschichte widerspiegeln, ermahnt uns, dass wir Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegentreten müssen. Er mahnt uns, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Freiheit und Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Im Anschluss an die Andacht entzündete sie am Mauerdenkmal eine Kerze zum Gedenken an die Opfer des Kommunismus. Die Bernauer Straße gilt als eines der Symbole der deutschen Teilung. Nachdem die Mauer 1961 gebaut wurde, verlief die Grenze mitten über die Straße im Stadtteil Mitte.